Wenn du bei einer Arbeit bist und der Chef sagt dir, du darfst hier nicht beten und du darfst hier gar keine Gebete machen und du weißt, wenn du dort anfängst zu arbeiten, wirst du nicht beten können. Darfst du die Arbeit annehmen, ja oder nein? Nein. Abul Bara, ich werde verhungern, mach dir keine Sorgen, du wirst hier nicht verhungern. Nicht in Deutschland. Da brauchst du dir überhaupt keine Sorgen zu machen. Du hast die Wahl, dass du einen Weg beschreitest, der viel Geduld braucht, der viel Stärke braucht und wo die Leute dich von links und rechts beschimpfen, dir etwas vorwerfen und über dich urteilen, dass du das und jenes bist. Und du hast die Wahl, ein zufriedenes Leben zu leben, nichts mit der Religion zu tun zu haben. Du stylst dich, wie du willst. Du guckst Netflix von morgens bis abends. Abends feierst du deine Partys und keiner kann dir etwas tun. Die zweite Variante ist die Variante, die in das Höllenfeuer führt. Abul Bara, willst du sagen, ich muss Probleme haben, du musst Probleme haben, ansonsten wofür hast du das Paradies verdient? Ja, Ikhwan, ihr werdet niemals sehen, dass einer in das Paradies hereinkommt, einfach so, ohne etwas dafür getan zu haben. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran dieses bestätigt. Alif Lam Mim, ahasiba an-nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, glauben die Menschen, das bedeutet, sie glauben falsch, dass wenn sie nur sagen, wir glauben, dass wir sie nicht prüfen werden, wir werden sie genauso prüfen wie diejenigen, die vor ihnen waren. So wird Allah die Wahrhaftigen erkennen und er wird die Lügner erkennen. Was bedeutet das? Das bedeutet, du wirst niemals ein Leben in absoluter Ruhe führen können, weil dein Islam dir Ärger bringen muss. Das ist der Preis, den du bezahlst, damit du das Paradies bekommst. Ala inna sil'at Allahi ghaliya, ala inna sil'at Allahi al-Jannah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Ware Allahs ist teuer. Warum? Die Ware Allahs ist das Paradies. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiban.